Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Christoph Matznetter. Bitte, Herr Abgeordneter. Danke. Danke, Frau Präsidentin. Ich weiß nicht, was Sie reitet, Herr Klubobmann. Niemand hat hier, ich habe es auch nicht gehört von anderen Fraktionen, ein Bauernbashing gemacht. Wenn Sie die Worte vom Abgeordneten Lercher, dass er gern das Gleiche für die anderen Gruppen hätte, nämlich ohne betroffen zu sein wirklich, eine Erhöhung um 450 Euro rückwirkend ab Jänner zu bekommen und das im Dauerrecht, ich finde, da hat er recht. Das ist zumindest, wenn Sie einen Mindesthausverstand haben, würden Sie es akzeptieren. Und noch etwas. Bei aller Liebe zum Lobbyismus für bestimmte Klientelgruppen, bleiben wir am Boden der Wahrheit. Wenn jemand einen Sachbezug weiter hat, dann muss er seine Steuer dafür zahlen. Da gibt es Arbeitnehmer, die müssen zahlen. Jetzt haben Sie gerade die Wurstsemmlerlast behandelt. Da sind Sie damit befasst gewesen, Herr Kuppermann. Daher wird auch das Ausgedinge als Sachleistung eine Rücksicht finden müssen. Denn gleichzeitig, Herr Kuppermann, haben wir die niedrigste Deckung in dieser Versicherung. Und es ist kein Anlass, die anderen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die das mit ihren Steuern zahlen dürfen, 70-80% Deckung, auch noch hinzustellen, wenn sie sagen, wir hätten auch gerne das Gleiche, sagen, ist ein Bashing. Ehrlich gesagt, bescheiden nehmen, freuen, dass sie es immer durchgesetzt haben, aber nicht auf die anderen losgehen. Die haben es auch nicht verdient.